Ich bin überzeugt, wir sind dazu bestimmt, das Beste aus unserem Leben rauszuholen. Wir sind dazu bestimmt, von unserem Gott im Himmel können zu entdecken und zu sehen, was er für uns parat hat. Wir sind dazu bestimmt, all die Träume und all die Ideen, die Gott schon vorbereitet hat, mit ihm zusammen können zu entdecken, Gaben können auszuleben und das Abenteuer nach dem anderen können zu erleben. Nicht, weil wir alles richtig machen, sondern weil wir lernen, auf Gott zu schauen, weil wir mit ihm lernen zu leben und auch auf ihn lernen zu hören und den Lügen in unserem Kopf keinen Raum mehr geben. Herzlich willkommen zu einem weiteren Coffee Talk, Colonel Blaser. Und wir wollen dich durch diesen Talk ermutigen, dran zu bleiben mit unserem Gott im Himmel. Heute tauchen wir ins Thema «Meine Bestimmung». Für was bin ich da oder warum bin ich auf dieser Welt? Was ist meine Bestimmung? Wenn wir in die Bibel schauen oder in die Bibel eintauchen, sehen wir ganz einfach, unsere Bestimmung ist das Leben können zu entdecken, das Gott von Anfang an in uns hat eingelegt und für uns bereitet. Also wir sind dazu bestimmt, dazu designt und dazu geschaffen, ein Leben im Segen zu leben. Wir alle, die mit Gott unterwegs sind, haben die Bestimmung, in unserem und über unserem Leben das beste Leben überhaupt können, zu erleben und auszuleben. Das ist ganz einfach gesagt unsere Bestimmung. Aber dass das nicht immer so einfach ist, hast du vielleicht auch schon herausgefunden. Dass es in deinem Leben nicht immer von Highlight zu Highlight geht, hast du vielleicht auch schon gemerkt. Und dass auch nicht immer der Segen gerade im nächsten Moment von deinem Leben auf dich wartet und so auch Nöte und Herausforderungen, Schicksalsschläge und Schweres in deinem Leben gibt, hast du sicher auch schon erlebt. Und warum ist das so? Oder warum stockeln wir manchmal in unserem Leben? Warum ist das Leben manchmal so schwer und auch so schwierig, wenn wir doch dazu kreiert und dazu bestimmt sind, ein Leben im Segen können zu erleben? Dazu tauchen wir in die Bibel ein, und zwar in Römer 3, Vers 22 und 23. Und dort lesen wir ganz etwas Spannendes. Dort lesen wir, es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Was eigentlich der Schreiber sagt, ist, dass es unsere Bestimmung wäre, in der Gerechtigkeit und im Segen von Gott können zu leben. Und dass wir das können, anders gesagt, können entdecken, was Gott für uns alles parat hat, braucht es der Glaube. Der Glaube an einen Gott, der Wunder tut. Der Glaube an einen Gott, der für uns ist. Der Glaube an einen Gott, der immer in uns das Beste sucht. Der Glaube an einen Gott, der uns kreiert hat, designt hat, geschaffen hat. Der Glaube an einen Gott, der einen Plan hat für uns und der alles, was wir werden können aus unserem Leben rausholen, schon parat gelegt hat und mit uns zusammen das beste Leben überhaupt will erleben und mit uns zusammen rausholen. Das ist Glaube. Glaube an Gott, der nichts unmöglich ist. Aber wenn wir jetzt in die Bibel schauen, sehen wir, dass wir uns eigentlich alle die Gerechtigkeit, die Möglichkeit, das Beste aus unserem Leben rauszuholen, verspielt haben. Und wie haben wir es verspielt? Durch unsere Sünde. Sünde ist nichts anderes als, wir machen Fehler, wir versagen, wir bringen das Leben nicht immer so auf die Reihe, wie wir gerne hätten. Wir machen nicht das, was wir eigentlich sollten machen. Wir leben nach dem Plan und neben dem Ziel von Gott für unser Leben vorbei. Und das ist ja eigentlich auch im Wort Sünde zu finden. Sünde ist nichts anderes als Zielverfehlung. Sünde bedeutet, wir werden das Ziel für unser Leben. Das heisst, das Beste aus unserem Leben herauszuholen, ein Leben im Segen, ein Leben in Freude, ein Leben im Frieden, ein Leben im Überfluss nicht können ausleben, weil Dunkles, Schweres, Böses oder eben Sünde in unser Leben ist eingekommen. Und jetzt haben wir ja gelesen, dass das jeden betrifft. Jeder ist ein Sünder. Und das ist eigentlich noch ganz befreiend. Jeder Mensch auf dieser ganzen Erde ist ein Sünder. Du bist ein Sünder, ich bin ein Sünder, wir alle sind Sünder. Ich weiss, wir hören das nicht so gerne und probieren das ja manchmal schon zu verstecken, zu überspielen oder mit unserer Leistung wieder gut zu machen, unsere Fehler, all das, was falsch gelaufen ist. Aber wenn wir es geistlich anschauen, von Gott her anschauen, sind wir und bleiben wir Sünder. Es gibt keine
perfekten Menschen auf dieser Erde. Es gibt keinen Menschen, der noch nie gelogen hat, der noch nie betrogen hat, der noch nie böse Gedanken hat, der noch nie irgendeinen Fehler gemacht hat, der noch nie einfach alles gut gemacht hat. Früher oder später machen wir alle Fehler und leben nicht das Leben, das Gott für uns bestimmt hat. Und so verpassen wir Segen. Und so verpassen wir all das Gute. Und so erleben wir eben auch Schweres in unserem Leben. Und jetzt gibt es aber, Gott sei Dank, eine Lösung auf das Problem. Wir lesen im Römer oder auch in der Bibel, dass es eine Lösung gibt auf unsere Fehler und auf unsere Zielverfehlung in unserem Leben. Und das ist Jesus. Jesus ist für all unsere Fehler und für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden von den Toten und hat durch das gesagt, ich habe gezahlt für all das, was falsch gelaufen ist. Und wenn du an mich glaubst, wirst du wieder dein Ziel, trotz deiner Fehler, trotz all dem, was nicht gut läuft, können erreichen. Und du wirst dank meiner Vergebung, sagt Jesus in der Bibel, wieder das Beste aus deinem Leben können rausholen. Darum möchte ich dir heute zwei Punkte weitergeben. Der erste Punkt ist, lerne Jesus kennen. Ich als junger Gil mit 8 mich entschieden, mein Leben Jesus anzuvertrauen. Ich habe gar nicht gewusst, wie das geht oder wie man das macht. Ich bin einfach auf dem Teppichboden von meinem Kinderzimmer abgeknäult, habe meine Hände gefaltet. So habe ich es in der Sonntagsschule gelernt und habe gebetet, lieber Gott, hier bin ich, ich will dir mein Herz schenken. Ich will mein Leben mit dir anfangen, leben. Warum habe ich das gemacht? Ich habe Geschichten gehört von Männern und Frauen, die Abenteuer mit Gott erlebt haben. Und ich habe irgendwie tief in meinem Herz anfangen, realisieren, wenn ich das Beste aus meinem Leben herausholen will, wenn ich all das Gute erleben will, das irgendwo auf mich wartet, das ich noch entdecken kann, all die Abenteuer, die auf mich warten, will können ausleben, dann brauche ich Gott. Weil ich habe begreifen und verstehen, Gott ist der, der mich geschaffen hat. Gott ist der, der mich kennt, durch und durch. Und ich habe in meinem kindlichen Glauben gewusst, Gott hat mich gemacht. Und wenn ich herausfinden will, wie ich das Beste aus meinem Leben ausholen kann, muss ich mit Gott unterwegs sein. Und so habe ich entschieden, an Jesus zu glauben. Aber wenn ich heute zurückschaue, ist genau das Gebet, das matchentscheidend war für mein Leben. Weil von dann an ist Gott ein Teil geworden von meinem Leben. Oder anders gesagt, Jesus hat angefangen, mein Leben anfangen, bestimmen. Schrittli für Schrittli. In Momenten zu Momenten. Immer gäng ein bisschen mehr. Oder das Unterwegssein, das bewusste Unterwegssein mit meinem Gott im Himmel. Indem ich Gott anfangen suchen, anfangen beten, sei es nicht anders als reden mit ihm, auf ihn anfangen schauen, probiert ihn anfangen einzuladen in meinen kleinen Alltag, habe ihn probiert zu fragen, wenn ich nicht weiter gewusst habe, ihn immer wieder gesucht habe, habe ich ihn gäng wie mehr anfangen dürfen, lernen, kennen. Und durch das Lernen kennen, ist eben etwas Spannendes passiert. Ich habe auch mich selber anfangen besser lernen kennen. Ich habe herausfinden, wer ich bin, was ich für Gaben habe, was ich für Talente habe, was ich gut kann. Ich habe anfangen lernen, auf das zu hören, was Gott in mein Herz hat eingelegt. Und nicht mehr auf das zu hören, was die Welt über mir sagt, oder Menschen über mir sagen, oder manchmal schon Gedanken über mir sagen. Durch das habe ich Mut gefunden, durch das habe ich Glauben gefunden und durch das, wenn ich ganz ehrlich bin, konnte ich immer wieder Schritte vorwärts gehen und bin heute da, wo ich jetzt bin. Und wenn ich zurückschaue, habe ich ganz ehrlich Jesus alles zu verdanken in meinem Leben. Ich darf Abenteuer erleben, ich habe mich verändern, ich bin mich immer noch am Verändern, ich durfte meine Traumfrau heiraten, ich darf den besten Job von meinem Leben ausüben, ich darf ganz viele Freunde haben um mich herum, ich darf das beste Arbeitsumfeld haben, ich kann wirklich so viel Geniales erleben. Und das hat nichts mit mir zu tun, weil ich das selber gar nie können, sondern es hat nur mit dem zu tun, dass ich Jesus in mein Leben eingeladen habe und Jesus anfangen lernen kennen. Und schau, das kannst du auch. Genau gleich kannst du jetzt, wenn du diesen Talk hörst oder nach dem Talk irgendwo herhocken, kannst du auch herknäulen, kannst die Hände falten und du kannst Jesus mit einem einfachen Gebet in dein Leben einladen. Wir sagen auch bei der Kirche, gerade für Leute, die das Gebet gebetet haben, dass sie so unterwegs bleiben mit Gott. Dass sie den Tag mit Gott starten sollen. Irgendwo sich in der Kirche einklinken oder regelmässig einen Livestream von inspirierenden Kirche zu schauen. Und sie werden staunen, was Gott in einem Jahr, schon nur in einem Jahr, in ihrem Leben alles ausholen kann und wird verändern.
Das ist die Kraft von Gott. Das Zweite, was er weitergeben will, ist, fang an auf Jesus zu hören. Es gibt ganz spannende Stelle in der Bibel, da steht, wo Adam und Eva sich gegen Gott aufgelehnt haben und nicht gemacht haben, was Gott ihnen eigentlich gesagt hat. Und das haben sie sich Präsenz und Gegenwart von Gott verspielt und das dann auch das Paradies müssen verlassen. Der Fehler war, was sie gemacht haben, sie haben vor einer Frucht gegessen, die sie nicht hätten sollen. Die Frucht hat ihnen Erkenntnis gegeben. Und dank dieser Erkenntnis haben sie erkannt und gesehen, dass sie nackt sind. Und das haben sie sich angefangen zu schämen. Und dann lesen wir in der Bibel, wie Gott am Abend wieder durch das Paradies läuft, dort, wo der erste Mensch gelebt hat und für das, was er geschaffen ist worden. Und dann lesen wir, wie Gott ruft, Adam, wo bist du? Weil der Adam hat sich geschämt, dass er nackt ist und hat sich hinter einem Baum versteckt. Und dann, als er vorkommt, der Adam, ist er schon bekleidet mit irgendwo Blättern, die er gefunden hat, weil er sich geschämt hat für seine Nacktheit. Und er schaut noch Gott an und fragt ihn nur, wer hat dir das gesagt, dass du nackt bist. Wer hat dir das gesagt? Spannend ist, nur statt Adam gerade zu verurteilen, ihm zu sagen, dass er das alles falsch gemacht hat, fragt ihn Gott nur, wer hat dir das gesagt? Und klar hat dann Adam die Konsequenzen von seinem Handeln müssen tragen, aber ich finde die Frage spannend, wer hat dir das gesagt? Und genau gleich ist es in unserem Leben. Und wir haben Stimmen, die uns sagen, dass wir das nicht können, dass wir nicht genug gut sind, dass wir uns schämen sollen, nicht würdig sind, dass wir ein Versager sind, dass wir ja dieses und jenes eh nicht auf die Reihe bringen, dass wir nicht fähig sind, Menschen können zu lieben, nicht fähig sind, können zu heiraten, Familie zu gründen und so weiter. Wir Menschen sind voll von all diesen Lügen. Und wenn wir Jesus lernen kennen, müssen wir nicht nur Jesus lernen kennen, sondern auch anfangen zu hören auf das, was Jesus sagt. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir nichts anderes, als dass Gott durch Jesus jeden Tag von neuem zu uns sagt, du bist mein Meisterwerk, du bist einzigartig und genial, du bist wunderschön geschaffen von unserem Gott im Himmel. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott ist für dich, Gott ist mit dir, Gott hat so viel Gutes parat für dich. Gott hat Wunder parat, Gott hat Segen parat. Und Gott kann auch gerade in dieser herausforderndsten Situation, wo du im Moment stehst, auch wenn du jetzt gerade zuhörst, etwas Geniales daraus herauslassen entstehen. Warum? Weil wir unser Ziel nicht mehr verfehlen. Nicht, weil wir alles richtig machen, sondern weil wir Gnade von unserem Gott im Himmel dank unserem Glauben an Jesus gefunden haben. Und das dürfen wir wieder davon ausgehen, dass wir das Beste werden ausholen. Wir dürfen wieder glauben und entdecken und sehen, was Gott alles für uns parat hat. Aber für das müssen wir lernen, diesen Lügen keinen Raum zu geben. Lernen, all diesen Lügen in unserem Kopf, die uns immer wieder sagen, was wir alles nicht können und nicht sein, keinen Platz mehr zu geben in unserem Leben und sie mit den Wahrheiten von Gott zu ersetzen. Das ist unsere Bestimmung. Ich bin überzeugt, wir sind dazu bestimmt, das Beste aus unserem Leben rauszuholen. Wir sind dazu bestimmt, von unserem Gott im Himmel können zu entdecken und zu sehen, was er für uns parat hat. Wir sind dazu bestimmt, all die Träume und all die Ideen, die Gott schon vorbereitet hat, mit ihm zusammen können zu entdecken, Gaben können auszuleben und ein Abenteuer nach dem anderen können zu erleben. Nicht, weil wir alles richtig machen, sondern weil wir lernen, auf Gott zu schauen, weil wir mit ihm lernen zu leben und auch auf ihn lernen zu hören und den Lügen in unserem Kopf keinen Raum mehr geben. Darum wünsche ich dir auch, dass du die Bestimmung von Gott immer wieder kannst entdecken und sehen. Und ich möchte dich fragen, wer hat dir gesagt, dass du nicht genug gut bist? Wer hat dir gesagt, dass du nicht längst in dieser Welt? Wer hat dir gesagt, dass du das oder dieses nicht kannst schaffen? Gott war es sicher nicht gewesen. Darum lehr wieder auf Gott und auf seine Verheißungen zu hören.